Also ich mache die Einführung und auch der Workshop wird in deutscher Sprache stattfinden, da eben halt wir diesen Workshop im Rahmen der Science Days organisieren. Science Days, die finden normalerweise im Europapark statt, also den kennen ja die meisten von euch. Das ist ein riesiges Science-Festival und eben wegen Corona kann das eben halt dieses Jahr nicht stattfinden und die haben gedacht, ja, dann machen wir das halt digital. Es war an sich geplant, dass wir da auch teilnehmen würden und dann haben wir es gedacht, haben wir uns eben auch halt gedacht, dann machen wir es richtig digital und wir präsentieren hier etwas aus dem Naturmuseum. Jetzt die Klassen, die sich jetzt zugeschaltet haben, die kennen das ja vielleicht. Wer war von euch einmal schon im Naturmuseum, von denen, die da sind? Einmal Hand ausstrecken einfach mal. Super. Ich sehe eine Hand, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, jetzt geht's los, gut. Okay, also und wir haben uns, jetzt kommen die anderen rein. Warten wir mal. Ah non, il n'y a pas de caméra sur lui. Si, si. Oui, oui. Okay, ist die Klasse komplett? Ja, praktisch schon. Es fehlt noch ein Kind, was gerade im PC ist, aber Sie können eigentlich anfangen. Okay, also nochmal ganz kurz. Moin. Wir machen das heute in Deutsch. Ich habe es nochmal kurz erklärt. Normalerweise hätten wir mit dem gleichen Workshop bei den Science Days in Rust mitmachen müssen. Rust kennt ihr vielleicht besser unter dem Namen Europapark. Da findet jedes Jahr ein riesiges Science-Festival statt. Eben halt dieses Jahr dann nicht, wegen Corona. Und die haben sich dann gedacht, dann machen wir das digital. Und wir fragen dann die Partner, ob sie das dann auch machen könnten. Und wir haben da auch ganz gerne mitgemacht. Und darum haben wir uns jetzt was ganz Spezielles ausgedacht. Wir senden nämlich dann live aus dem Naturmuseum. Die eine Klasse hat ja schon kurz Bescheid gegeben, wer schon alles im Naturmuseum war. Jetzt noch die Klasse von Herr Kalmes. Wer war von euch denn schon einmal hier im Naturmuseum im Grund? Einmal Hand ausstrecken einfach. Es sind ja einige. Ne? Also das sollte ja vielleicht auch Lust machen, das, was Sie jetzt hier vorstellen, dann einmal auch nochmal zu kommen, weil die Museen ja im Gegensatz zu Deutschland hier in Luxemburg offen sind. Ne? Noch immer und hoffentlich auch noch weiter. Gut, also wir sprechen dann eben halt heute über Seemonster aus dem Jura. Ich würde euch jetzt auch raten oder vor allem den Lehrern raten, also den Schirm vielleicht auf den Sprecher einzuschalten. Das kann man rechts oben, gibt es so eine Taste, da kann man das einstellen. Dann sieht man nur noch denjenigen, der spricht. Und eben auch jetzt zum Beispiel jedem raten, auch sein eigenes Mikro auf stumm zu schalten. Dann kommt nichts dazwischen. Wenn ihr etwas fragen möchtet, meldet euch einfach über den Chat. Dann kann der Lehrer oder die Lehrerin das ja mal ganz kurz in den Chat reinschreiben. Ich gebe das dann immer weiter an Ben. Ben Tui ist der Paläontologe hier im
Nationalmuseum für Naturgeschichte im Naturmuseum, der euch jetzt dann eben durch den ganzen Workshop führen möchte. Und wir haben uns auch ein Quiz ausgedacht. Es waren jetzt schon zwei Klassen, die haben das eingeübt. Also wenn jetzt der Herr Felten auch auf seinem Computer, es geht auch mit einem Handy, den er zur Seite hätte, einfach auf die, wir blenden es noch ein, die Internetseite menti.com gehen kann. Da kann man sich nachher für das Quiz anmelden. Das wird, das ist relativ einfach. Wir blenden dann auch den Code ein und dann seid ihr live mit dabei. Und das war es jetzt mal von mir. Und ich gebe dann direkt das Wort weiter an Ben. Das ist, wie gesagt, unser Paläontologe und Entdecker vieler, vieler, vieler spannender Sachen. Ben, du hast das Wort. Und viel Spaß an die anderen. Guten Morgen, liebe Teilnehmer, und willkommen hier im Naturmuseum. Es sind außergewöhnliche Zeiten und außergewöhnliche Zeiten verlangen nach außergewöhnlichen Maßnahmen. Deswegen müssen wir diese Aktivität heute im digitalen Raum machen. Aber ich verspreche euch, es wird nicht weniger spannend werden, nur weil wir eben quasi über technische Brücken fahren müssen. Wirklich außergewöhnlich sind aber vor allen Dingen die Tiere, über die wir heute sprechen. Seeungeheuer, Meeresmonster, Fossilien von diesen Tieren. Und die werden wir heute zusammen entdecken. Falls ihr Fragen habt im Laufe des Workshops, bitte zögert nicht, stellt eure Frage, lasst sie über euren Lehrer oder eure Lehrerin im Chat eingeben und wir werden versuchen, sie während des Workshops gleich zu beantworten. Das heißt, nicht zögern, gleich drauf losfragen, nicht bis zum Schluss warten, dann haben wir vielleicht die richtige Stelle verpasst und so kriegen wir vielleicht auch eine gewisse Interaktivität aus dem Workshop herausgeholt. Apropos Interaktivität. Es werden auch im Laufe des Workshops immer wieder Forschungsfragen auftauchen, wo ihr gefragt seid. Euer Fachwissen ist da gefragt und da sollt ihr bitte teilnehmen. Dann sehen wir nämlich, wie ihr euch so während des Workshops schlagt, wer von euch ein richtiger Hobbypaläontologe geworden ist im Laufe des Workshops. Und genau diese Funktion dieser Fragen, die ihr selber beantworten könnt, wollen wir jetzt erstmal kurz testen. Wir blenden jetzt eine kleine Testfrage ein, nur um zu schauen, wie das funktioniert, damit ihr auch seht, wie das funktioniert. Und danach die Fragen, die zählen dann tatsächlich zu unserem Quiz. Ich leite also über zu unserer ersten Testfrage. Gut, dann bin ich wieder zurück und wir blenden jetzt einfach mal die Internetseite ein, menti.com. Genau. Geht mal auf diese Internetseite, das kann man auch über ein Handy machen und dann kann euer Lehrer auch diesen Code eingeben, also 9931639. Und ich zeige euch jetzt mal meine Seite. Ja, ist schon eine Klasse ist da, eine zweite auch. Und die Frage, die wäre jetzt, also es geht auch um die Zeit, das spielt jetzt hier weniger eine Rolle, aber nachher werdet ihr sehen, wie es geht. Also man muss schnell antworten, um mehr Punkte zu bekommen. Aus welchem Land wird dieser Workshop übertragen? Liechtenstein, Lummerland oder Luxemburg? Ja, es hat jeder geantwortet. Super, zwei richtige Antworten. Also ich habe es super verstanden. Die nächsten Fragen werden dann eben auch auf die gleiche Art und Weise, könnt ihr die dann beantworten. Wie gesagt, es geht auch um die Zeit. Na, je schneller man antwortet, aber zuerst trotzdem immer gut überlegen. Ich gebe das Wort wieder zurück an Ben. Wunderbar. Dann haben wir ja jetzt schon mal gemeinsam rausgefunden, wie wir das hier trotz der ganzen Beschränkungen interaktiv gestalten können. Ich stelle mich ganz kurz vor, mein Name ist Ben, ich arbeite hier am Naturmuseum als Paläontologe. Paläontologen habt ihr vielleicht schon mal gesehen in Filmen, zum Beispiel bei Jurassic World, Jurassic Park nenne ich gar nicht mehr, der ist schon viel zu alt, der Film, der ist schon fast versteinert. Und andere Filme zeigen auch Forscher, die irgendetwas ausgraben, zum Beispiel Indiana Jones.
Aber Achtung, Indiana Jones ist Archäologe. Das ist nicht dasselbe wie Paläontologe. Die graben zwar alle beide, aber die Archäologen graben eher nach menschlichen Überresten, nach den Spuren von menschlicher Kultur. Wir Paläontologen, wir graben Steine aus. Fossilien sind nämlich, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, Versteinerungen von Lebewesen, die vor Jahrmillionen gelebt haben. Und eins der häufigsten Fossilien, was man findet, ist ein Ammonit. Habt ihr vielleicht schon mal alle gesehen in einem Buch oder in einem Museum? Vielleicht wart ihr selber schon mal Ammoniten sammeln oder Fossilien sammeln allgemein. Vielleicht habt ihr auch eine kleine Fossiliensammlung zu Hause oder in eurer Schule. Jedenfalls, Fossilien sind versteinerte Überreste von Lebewesen. Und die bekanntesten Fossilien sind natürlich die Überreste von Dinosauriern. Dinosaurier sind alle bis auf die Vögel ausgestorben. Das heißt, wenn wir diese große Gruppe von ausgestorbenen Tieren untersuchen wollen, müssen wir Fossilien untersuchen. Regie Image, Bouquin d'enfant. Und ihr kennt bestimmt aus euren Kinderbüchern diese ganzen komischen, seltsamen, großen, teilweise auch gruseligen Tiere. Und da gibt es auch immer wieder Seiten, wo im Meer Tiere rumschwimmen, die ganz seltsam aussehen. Um diese Tiere geht es heute. Das sind nämlich die sogenannten Meeresreptilien. Regie retour. Und Meeresreptilien kommen zwar in denselben Kinderbüchern vor wie die Dinosaurier, haben auch zur selben Zeit gelebt und sind ungefähr zur selben Zeit ausgestorben, aber Achtung, es sind keine Dinosaurier. Meeresreptilien sind mehrere verschiedene Gruppen, die unabhängig voneinander den Weg zurück ins Meer geschafft haben. Und um genau diese Tiere wird unser Workshop heute gehen. Wenn man also Meeresreptilien ausgraben will, muss man Fossilien suchen. Und Fossilien findet man in sogenannten Aufschlüssen. Aufschlüsse, das sind Orte, wo Steine an der Oberfläche liegen. Das kann eine Baustelle sein, das kann ein Steinbruch sein, das kann eine Klippe sein. Und oft organisieren wir vom Museum selber Ausgrabungen. Meistens aber ist es so, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, die Fossilien sammeln gehen. Das sind Privatleute, das sind manchmal auch junge Leute, manchmal auch Kinder. Die gehen auf eigene Faust aus Spaß Fossilien sammeln. Und manchmal sind da auch Sensationen dabei, wie zum Beispiel hier eine Sammlung von Knochen von einem sogenannten Fischsaurier. Was sind Fischsaurier? Das werden wir nachher noch rausfinden. Diese Fossilien wurden von einem Privatsammler, von einem Fossiliensammler gefunden in einem Steinbruch und wurde dem Museum übergeben für Forschungszwecke. Wie funktioniert die Geländearbeit? Wir werden euch jetzt mit ins Gelände nehmen und auch uns anschauen, wie man Fossilien findet und auch mit dem Fossiliensammler sprechen, der diese Meeresreptilfossilien gefunden hat. Regie, Filmkarriere. Wir sind hier in einem großen Steinbruch, wo Kalkstein abgebaut wird für die Zementherstellung. Und das ist eben ein solcher Aufschluss. Das heißt, hier sind sehr viele Gesteinsschichten freigelegt und zugänglich. Und um Fossilien zu finden, muss man sich erstmal die Gesteine sehr genau anschauen, weil Fossilien haben oft eine andere Farbe und eine andere Textur als das umgebende Gestein. Und so kam es dazu, dass wir einen Knochen in der Wand entdeckt haben von einem Ichthyosaurier. In dem Moment der Entdeckung war noch nicht klar, ob es ein Ichthyosaurier war, aber es war schon ersichtlich, dass es sich um einen Knochen handelte. Und das war in einer Wand, wo vorher gesprengt wurde. Das heißt, vor der Wand lag ein großer Haufen von losen Steinen. Wir haben uns zuerst die Wand angeschaut und dann im Steinhaufen vor der Wand nach weiteren Knochen gesucht und auch welche gefunden. Man findet aber häufiger die Fossilien von Wirbellosen, das heißt von Muscheln, von Stachelhäutern, manchmal auch von Tintenfischen, den sogenannten Belemniten. Und all diese Fossilien ergeben nachher ein Gesamtbild von dem Lebensraum, in dem diese Gesteine abgelagert wurden. Und die Aufgabe des Paläontologen besteht darin, die ganzen Daten, die man aus den Steinen und aus den Fossilien finden kann, zusammenzutragen und daraus das Gesamtbild des vergangenen Ökosystems zusammenzustellen.
So, jetzt fahren wir gemeinsam im Gelände, digital, aber immerhin. Und jetzt wisst ihr ja auch, wie man als Paläontologe in einen Steinbruch oder in irgendeinen Aufschluss reingeht, um Fossilien zu finden. Ihr wisst jetzt auch, dass man tatsächlich erstmal Gesteine verstehen muss. Und wenn man jetzt von einem Meeresreptil ein Fossil finden will, muss man natürlich sicher sein, dass man in dem richtigen Stein sucht. Das heißt, es muss ein Stein sein, der im Meer abgelagert wurde. Und jetzt kommen wir schon zu unserer ersten richtigen Forschungsfrage. Wenn ihr gut aufgepasst habt, werdet ihr sicherlich ohne Probleme wissen, was die richtige Antwort ist. Und jetzt leite ich über zur Frage 1. Ja, und da seid ihr wieder bei mir zurück. Ich teile jetzt nochmal meinen Schirm. Einen Moment. Also wir sind dann zurück auf unserer Fragenrunde. Ja, ist noch die Antwort von vorhin. Einen Moment. So. Da seht ihr nochmal die Punkte, die ihr gemacht habt. Also ihr wart gleich gut. Und wir kommen dann zur nächsten Frage, die Ben eben halt angekündigt hat. Die zweite Frage von 9. Also nochmals, es geht schnell. Woher weiß man, dass das Gestein im Meer abgelagert wurde? Wegen der Farbe des Gesteins, wegen des Meeresgeruchs beim Aufschlagen von Steinen oder wegen Fossilien von Tieren, die nur im Meer vorkommen? Ist wie bei 1, 2 oder 3. Noch hat keiner geantwortet. Noch 20 Sekunden. Ja, okay. Ja, sieht so aus. Ja, genau. Alle beide richtig auch. Ich gebe dann weiter an Ben. So, wunderbar. Das heißt, ihr seid schon richtig Experten, was Gesteine betrifft. Das ist gut, weil wenn ihr Steine kennt, dann habt ihr auch größere Chancen, Fossilien zu finden. Um einmal ganz kurz die Antworten durchzugehen. Natürlich spielt die Farbe immer eine Rolle bei Gesteinen, aber sie sagt einem eben nicht, ob der Stein im Meer abgelagert wurde oder nicht. Die Farbe von Gesteinen hängt mit der Mineralzusammensetzung dieser Steine zusammen. Wenn ihr mehr über Mineralien erfahren wollt, kommt unsere aktuelle Ausstellung euch anschauen. Da geht es nur um Mineralien. Viel, viel hübschere Mineralien als die, die die Farbe eines Gesteins normalerweise, eines Meeresgesteins ausmachen. Aber die Farbe gibt uns leider nicht die Antwort auf die Frage Meer oder Land oder Wüste oder Fluss. Meeresgeruch kennt ihr sicherlich, wenn ihr schon mal am Strand wart. Der Meeresgeruch kommt von Algen, hauptsächlich wenn sie an der Luft anfangen zu vertrocknen. Dieser Geruch kann sehr intensiv werden. Kennt ihr auch wahrscheinlich, wenn Sturm war, aber der Geruch verschwindet, sobald ein Sand oder ein Schlamm zu einem Stein wird. Das heißt, ihr werdet nicht erleben, beim Aufschlagen eines Steines, dass es plötzlich nach Meer riecht. Was uns tatsächlich hilft, die Steine zu interpretieren, sind Fossilien von Tieren, die es nur im Meer gibt und auch früher nur im Meer gab. Zum Beispiel Stachelhäuter, wie zum Beispiel die Seesterne und die Seeigel. Diese Tiere haben heute und früher ausschließlich im Meer gelebt. Das heißt, wenn man Fossilien von Seeigeln oder von Seesternen findet, dann weiß man, dieses Gestein hat sich im Meer abgelagert. Wir haben jetzt hier eine ganze Reihe Fossilien, die alle zu einem Tier gehören. Und die sehen jetzt schon schön freigelegt aus, aber so findet man die natürlich nicht im Gelände. Meistens stecken die Fossilien noch tief im Gestein drin, wenn man sie findet. Und dann muss man sie erstmal freilegen. Und wie dieses Fossil präparieren, wie dieses Freilegen, das Befreien des Fossils vom Gestein funktioniert, das werden wir jetzt noch uns gemeinsam anschauen. Regie, Film, Präparation. Das heißt, wir schauen uns an, mit welchen Techniken die Experten vorgehen, wenn es darum geht, die Fossilien aus dem Gestein heraus zu präparieren. Und ihr seht hier in diesem Kurzfilm ein paar
der häufig verwendeten Techniken. Meistens wird per Hand präpariert. Das heißt, da wird dann eine kleine Nadel genommen oder ein kleiner Meißel und mit dem wird dann das Gestein um das Fossil herum entfernt. Manchmal wird da auch ein elektrischer Stichel benutzt, der dann über Vibrationen die Gesteine um das Fossil herum entfernt. Manchmal wird auch mit einem sogenannten Sandstrahlgerät gearbeitet, wo mit großem Druck ein Pulver auf das Gestein geschossen wird, um eben Millimeter für Millimeter das Gestein zu entfernen von dem Fossil. Manchmal wird auch über chemische Mittel das Gestein entfernt, zum Beispiel über Säuren, zum Beispiel über Laugen. Und manchmal muss man eine Kombination von Mitteln anwenden, um ein Fossil freizulegen. Regie, Foto, Plesio, Unprepared. Wir werden uns jetzt ein Fossil anschauen, was im Zustand ist, so wie es aus dem Gelände geborgen wurde, so wie es gefunden wurde. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr erkennt, was das für ein Fossil ist. Ah, da gibt es einige, die die Hand in die Höhe strecken. Oh, das ist gut, das ist gut. Ich bin mal gespannt, mach mal was ihr... mal das Mikro an oder Herr Kalmes, könnt ihr mal das Mikro ummachen, dann sind wir mal gespannt auf die Antworten. Ein Delfin, ein versteinerter Delfin. Das kann tatsächlich sein. Es gibt tatsächlich Fossilien von Delfinen. Allerdings nicht in Luxemburg, weil die Delfine sind eine relativ junge Gruppe und Gesteine, die aus der Zeit stammen, wo die Delfine sich entwickelt haben, die haben wir hier leider nicht. In diesem Fall ist es ein Meeresreptil. Gibt es noch andere Vorschläge vielleicht, was es sein könnte? Geht keine Hand in die Höhe. Doch, noch eine. Ah, dann hören wir uns das noch an. Nochmal beim Herr Kalmes. Herr Kalmes, können Sie Ihr Mikro anmachen? Vielleicht. Ja, da war eine Hand, die in die Höhe ging bei Ihnen noch. Noch ein Vorschlag. Nein, der Junge da in Grau, ganz am Rand. Ja, genau. Nee, es war nur ein Reflex. Das macht gar nichts, weil wenn man ein Fossil so findet, mit vollem Gestein drumherum, ist es tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig, es überhaupt als solches zu erkennen und noch schwieriger zu sagen, was es eigentlich ist. Meistens findet man das erst raus, wenn man es fertig präpariert hat. Und das Fossil, was ihr gerade gesehen habt, das hat sage und schreibe 180 Stunden Präparation gebraucht. Da kommt vielleicht noch eine Idee. Okay. Nochmal das Mikro zurück an Herrn Kalmes. Der Junge in Weiß oder die Dame in Weiß. Ja. Ein Hai. Ein Hai. Gibt es tatsächlich auch als Fossilien? Wir haben auch tatsächlich in unseren Gegenden hier Fossilien von Haien gefunden, aber das sind meistens kleine einzelne Zähne, weil Haie haben kein Skelett, wie wir es haben. Die haben ein Skelett aus Knorpel. Ganz, 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 ganz selten versteinert das. Aber meistens findet man eben nur die einzelnen Zähne. Aber wir kommen der Sache schon näher. Wir sind in diesem Fall bei einem sogenannten Plesiosaurier. Und hier seht ihr genau das Fossil, was ihr vorhin auf dem Foto gesehen habt, fertig präpariert. Und das hat sage und schreibe 180 Stunden Arbeit gebraucht von einem Experten, der nur Fossilien präpariert. Das heißt, er wusste ganz genau, was er macht. Und er hat das Millimeter für Millimeter freigelegt. Und so können wir es untersuchen und auch ausstellen. Und Plesiosaurier, was sind denn das für komische Tiere? Was ist dieses lange Ding hier und das kleine Ding vorne? Nun, hier ist der Körper, das ist der Hals und vorne am Hals sitzt der kleine Kopf. Das sind ganz merkwürdige Tiere, die heute nicht mehr leben,
Und die im Jura und in der Kreidezeit in den Meeren schwammen mit vier Paddeln. Regie, 3D Turn, Plesio. Hier seht ihr, wie man sich diese Tiere vorstellt. Sie hatten einen sehr langen Hals, einen kleinen Kopf, vier Paddel. Und damit haben wir auch das große Problem, dass wir nicht wissen, wie diese Tiere sich fortbewegt haben, weil es gibt sie nicht mehr und es gibt auch heute nichts, was auch nur ansatzweise so aussieht. Das hat dazu geführt, dass einige Paläontologen sich mit Robotik-Experten zusammengetan haben, um einen Roboter zu bauen mit vier Paddeln, den sie dann in einem Schwimmbecken haben rumschwimmen lassen, um zu testen, wie kann sich so ein Tier fortbewegen. Und man hat herausgefunden, dass sie mit allen vier Paddeln sowie wie eine Schildkröte unter Wasser geschwommen sind. Allerdings haben sie erst mit den Vorderpaddeln geschlagen, haben dabei einen Wirbel erzeugt und auf diesem Wirbel haben die Hinterpaddel dann Anschub gekriegt. Das heißt, wir haben hier Fossilien von Tieren, die wirklich seltsam sind und die man nur anhand von Fossiluntersuchungen verstehen kann. Hinter uns haben wir noch ein ganz anderes Tier, was auch komplett freigelegt ist, wo man wirklich auch jeden einzelnen Knochen erkennen kann. Und das ist ein sogenannter Fischsaurier. Und hier kommen wir auch der Sache schon näher, wenn es darum geht, einen Vergleich mit einem Delfin zu machen, weil Fischsaurier haben tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Delfin gehabt. Regie, Turn, Temno. So ungefähr stellt man sich vor, dass die Fischsaurier ausgesehen haben. Vier Paddel, eine lange Schnauze, eine Schwanzflosse und eine Rückenflosse. Und diese Tiere haben sich wahrscheinlich genauso fortbewegt wie ein Hai oder ein Thunfisch, indem sie mit der Schwanzflosse geschlagen haben, tatsächlich. Wenn man so ein Tier präparieren will, braucht man gewisse Materialien. Das haben wir jetzt schon rausgefunden. Die nächste Frage bezieht sich also darauf, was man bei einer Präparation von einem Fossil braucht und was man nicht braucht. Nächste Frage. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Ihr seid also wieder zurück bei mir. Einen Moment, gehen wir mal zurück. Ah. Das ist die dritte Frage. Welche von diesen Dingen braucht man bei der Fossilpräparation definitiv nicht? Sind das Nussschalen, Schwarzpulver oder Backpulver? Na, was meint ihr? Habt ihr schon geantwortet? Okay, gut, dann gebe ich es nochmal zurück, weil das kriegen wir nicht so richtig mit. Ja, richtig geantwortet. Und Ben wird euch dann sagen, warum. Wunderbar, richtige Antwort. Und genau, warum? Warum braucht man Backpulver oder Nussschalen bei der Fossilpräparation? Nun, wie ihr gesehen habt im Präparationsfilm, gibt es einen sogenannten Sandstrahler. Das ist eine kleine Düse, wo mit Luftdruck ein Puder auf die Gesteine geschossen wird, um die Gesteine eben um das Fossil herum zu entfernen. Und je nachdem, welches Gestein man hat, ob das jetzt weiches Gestein ist oder hartes Gestein, muss man dieses Puder anpassen. Für besonders weiche Gesteine nimmt man tatsächlich Backpulver. Wer hätte das gedacht? Und für etwas härtere Gesteine nimmt man gemahlene Nussschalen. Wenn man dann noch härteres Gestein hat, dann muss man auch anderes Puder nehmen, zum Beispiel Eisenpulver. Und wenn man wirklich ganz stark
das Gestein entfernen will, dann nimmt man zum Beispiel Quarzsand oder sogar Korundpulver. Was man definitiv nicht braucht bei der Fossilpräparation ist, wie ihr schon richtig gesagt habt, Schwarzpulver. Was macht man damit? Explosionen. Die können wir nicht gebrauchen bei der Fossilpräparation, weil die kann man schwer kontrollieren. Die richten im Prinzip nur Schaden an. Wenn man also so ein Fossil freigelegt hat, dann sieht man die ganzen Knochen. Wenn man aber jetzt einzelne Knochen findet von ausgestorbenen Tieren, woher weiß man dann, was das für Knochen sind? Die Tiere sind ausgestorben. Man kann nicht einfach ein lebendes Tier nehmen und sich anschauen, wie die Knochen ausgesehen haben. Wie kann man also jetzt so einzelne Knochen von längst verschwundenen Tieren verstehen, sagen, welcher Knochen das ist und welche Funktion der hatte? Es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir haben seltene Funde von einem kompletten Skelett. Wenn man dann einen einzelnen Knochen findet, dann kann man den vergleichen mit dem jeweiligen Knochen im kompletten Skelett und dann versteht man, okay, das ist der Oberarmknochen, das ist ein Wirbel, das ist ein Schädelknochen. Es gibt aber nicht von jedem ausgestorbenen Tier ein komplettes Skelett. Beispiel Dinosaurier. Die sind zwar alle schön vollständig dargestellt in euren Büchern, aber nur von einer ganz kleinen Anzahl von Arten gibt es tatsächlich vollständige Skelette. Von den meisten Dinosauriern kennt man nur einzelne Knochen. Es gibt also noch eine andere Möglichkeit, wie man Knochenfunde von ausgestorbenen Tieren interpretieren kann, und die kommt aus der Biologie. Wir wissen nämlich, dass alle Landwirbeltiere oder ihre Nachfahren, die zurück ins Meer gegangen sind, denselben Aufbau ihres Skelettes haben. Das Skelett von einem Landwirbeltier ist immer auf dieselbe Art und Weise zusammengesetzt. Wir haben einen Schädel, wir haben eine Wirbelsäule, wir haben einen Schultergürtel, wir haben ein Becken. Und interessant ist vor allen Dingen, wenn man sich die Extremitäten anschaut, also die Beine und die Arme. Die sind immer auf dieselbe Art und Weise zusammengesetzt, egal welches Tier, egal welches Wirbeltier wir haben. Wir haben nämlich einen Oberarmknochen, dann haben wir zwei Knochen, Elle und Speiche, dann haben wir hier die kleinen Knochen aus der Handwurzel, die Mittelhandknochen und die Finger. Genau diesen Aufbau können wir auch bei den Meeresreptilien finden. Auch wenn die Arme komplett anders aussehen, wir haben einen Oberarmknochen, wir haben Elle und Speiche, wir haben die Handwurzel, wir haben die Mittelhand und wir haben die Finger. Natürlich würde man das nicht mehr Finger nennen, aber so ein Fischsaurier, der braucht ja auch keine Hände, um irgendetwas zu greifen, der braucht Paddel, um zu schwimmen. Und dementsprechend sind ihre Knochen auch umgebildet worden im Laufe der Evolution, im Laufe ihrer Entwicklungsgeschichte, um eben aus etwas, was bei einem Menschen einen Arm darstellt, ein Paddel zu bilden, was in erster Linie dazu dient, zu schwimmen und zu manövrieren unter Wasser. Jetzt seid ihr Knochenexperten und jetzt habe ich euch hier drei verschiedene Knochen mitgebracht. Einmal diesen langen, flachen Knochen, einmal diesen runden Knochen mit der Vertiefung in der Mitte und einmal diesen merkwürdig geformten, ja, wie würde man das nennen, pilzförmigen, kurzen Knochen. Und das bringt uns schon zur nächsten Frage. Um welche Knochen könnte es sich handeln? Ihr wisst ja jetzt, wie man das macht. Gut, versuchen wir es nochmal mit dem Quiz. Hoffen wir, dass diesmal dann richtig gut klappt. Seid ihr bereit? Um welche Knochen handelt es sich? Gut gucken, Rippe, Augenring und Unterkiefer oder ist es Oberkiefer, Elle und Wirbel oder handelt es sich um Unterkiefer, Wirbel und Oberarmknochen? Wir haben noch einen dabei. Habt ihr abgestimmt?
Lassen Sie einfach mal die Zeit komplett ablaufen. Das ist eine schwierige Frage. Die Zeit ist um. Dann gab es ja zwei richtige Antworten. Unterkiefel, Wirbel und Oberarmknochen. Gucken wir mal mit den Punkten. Ja, gut. Dann weiter an Ben. Wunderbar. Ich sehe, ihr lernt sehr schnell und ihr habt das absolut gut drauf, die Knochen zu interpretieren. Und um euch das nochmal kurz zu zeigen, das hier ist tatsächlich das Stück von einem Unterkiefer, ungefähr hier angesetzt, auf der anderen Seite vom Kopf. Dann haben wir hier tatsächlich einen Oberarmknochen, der natürlich im Vergleich zu unserem Oberarmknochen viel kürzer ist. Aber wie ihr jetzt wisst, hat der Fischsaurier den auch für was anderes benutzt, nämlich zum Schwimmen. Und dann haben wir hier etwas, was ihr absolut richtig als Wirbel aus der Wirbelsäule interpretiert habt, wo man die einzelnen Gelenkflächen hat für die Rippen einerseits, andererseits für die kleinen Fortsätze hier, die ihr bei euch im Nacken spüren könnt, wenn ihr tastet. Das sind die sogenannten Dornfortsätze und die haben Spuren hinterlassen auf diesem Wirbel. Und so kann man eben interpretieren, dass das ein Wirbel ist, auch wenn er ganz anders aussieht als bei uns. Eine der Antwortkombinationen beinhaltete die Antwort Augenring. So ein Blödsinn. Ihr wisst doch jetzt, Fossilien sind versteinerte Reste. Etwas, was zu Stein werden soll, muss hart sein. Ein Knochen, eine Schale oder ein Zahn. Etwas, was weich ist, wird äußerst selten zum Fossil. Und Augen sind doch weich, oder? Haben Augen Knochen? Bei uns nicht. Aber wenn wir uns den Schädel eines Fischsauriers anschauen, da sehen wir eine riesige Augenhöhle und in dieser Augenhöhle drin steckt tatsächlich der Knochen von einem Augenring, ein sogenannter Augenring. Das heißt, Meeresreptilien hatten tatsächlich einen Augenknochen, einen sogenannten, und der diente dazu, dieses riesige Auge dabei zu schützen, wenn die Tiere getaucht sind. Ihr habt bestimmt schon mal im tiefen Schwimmbecken seid ihr ein bisschen tiefer getaucht und habt ihr gemerkt, da kommt Druck auf die Ohren. Und wenn ihr dann noch tiefer tauchen würdet, dann würde irgendwann auch der Druck auf dem Rest vom Körper sich spürbar machen. Und wenn man so große Augen hat wie die Fischsaurier, dann muss man diese schützen mit einem Ring aus Knochen. Große Augen, das habt ihr doch schon mal gehört. Märchen. Lass uns kurz in die Märchenstunde gehen. Ihr erinnert euch doch bestimmt, als Rotkäppchen zu ihrer Großmutter gehen wollte und dann war sie ganz seltsam. Sie lag im Bett und sah merkwürdig aus. Und dann fragte Rotkäppchen, Oma, warum hast du so große Augen? Und was war die Antwort? Nicht von der Oma, sondern vom Wolf, der die Kleider der Oma angezogen hatte. Naja, damit ich dich besser sehen kann. Dann kam die Frage, Oma, warum hast du so große Zähne? Und die Antwort kennt ihr, damit ich dich besser fressen kann. Und genau das ist die Antwort, die wir brauchen, um zu verstehen, warum Fischsaurier so große Augen haben, um besser sehen zu können. Das sind nämlich Raubtiere gewesen und die haben ihre Beute gejagt, indem sie sie mit den Augen verfolgt haben. Deswegen brauchten sie so große Augen. Die Zähne haben sie gebraucht, um die Beute tatsächlich zu packen. Und wie das funktioniert, wie man verstehen kann, für was diese Zähne benutzt wurden oder anders ausgedrückt, was diese Meeresreptilien überhaupt gefressen haben, das kann man über verschiedene Wege herausfinden. Einmal gibt es natürlich seltene Funde, wie den hinter mir, wo man das gesamte Skelett erhalten hat und da, wo der Magen war, findet man dann Überreste von den Beutetieren. Das ist eine ganz große Ausnahme. Meistens hat man solche Fossilien nicht. Aber wenn wir Zähne haben, wissen wir anhand der Form der Zähne, was diese Tiere gefressen haben. Das ist ein bisschen wie mit dem Werkzeugkasten. Ihr habt vielleicht einen zu Hause oder einen in eurem Schulatelier. Habt ihr Werkzeuge und für jede Aufgabe gibt es ein bestimmtes Werkzeug.
Man schlägt den Nagel mit dem Hammer ein und nicht mit der Zange und auch nicht mit der Säge. Die haben ihre anderen Aufgaben. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn man ein Werkzeug sieht, dann weiß man, was die Funktion von diesem Werkzeug war. Und so kann man das mit den Zähnen auch machen. Wenn man die Form vom Zahn untersucht, kann man daraus schließen, was das Tier mit diesem Zahn gemacht hat. Regie, Image, Plaisio. Wir haben jetzt hier Zähne von drei verschiedenen Meeresreptilien und ein Zahn ist relativ klein. Deswegen haben wir hier ein Mikroskop, wo man diesen Zahn in starker Vergrößerung sich anschauen kann. Und hier kommt er auch schon. Ganz schön kaputt, oder? Das ist eben, wenn man so einen Zahn aus dem Stein befreien will. Meistens ist er dann sehr, sehr, sehr zerbrechlich und zerfällt in lauter kleine Einzelteile. Das heißt, diese Risse, die man da erkennt, die sind entstanden bei der Bergung des Zahns. Die haben nichts damit zu tun, dass der Zahn im lebenden Tier schon gebrochen war. Da war der nämlich komplett erhalten und er hatte sogar noch seine kleine, dünne Spitze. Das ist also ein sehr, sehr, sehr feiner, dünner, gebogener Zahn mit einer sehr spitzen, mit einer sehr feinen Spitze. Dann haben wir einen kegelförmigen Zahn, etwas größer. Den legen wir auch mal kurz drunter und dann schauen wir uns das mal an. Ihr seht da eine Streifung, eine Längsstreifung und ihr seht, dass die Spitze abgebrochen ist. Allerdings kann man in diesem Fall sagen, wenn man die Spitze sich genau anschaut, dass sie schon vor der Versteinerung abgebrochen ist. Das heißt, die ist abgebrochen, während der Zahn im Maul vom Tier steckte. Und dann haben wir hier noch einen dritten Zahn. Sieht nicht nach Zahn aus, weil die Spitze fehlt. Das liegt aber daran, dass bei der Bergung dieses Fossils die Schicht um den Zahn herum abgeplatzt ist. Aber damit ihr eine Idee von der Größe und der Form dieses Zahns bekommt, reicht das allemal aus. Diese Zähne, diese drei Zähne sind von drei verschiedenen Meeresreptilien. Und wie ihr jetzt wisst, kann man die Form der Zähne dafür benutzen, um herauszufinden, wie sie eingesetzt wurden und welche Beute sie gejagt haben. Kommen wir also zu unseren nächsten drei Fragen, die sich mit diesen drei Zähnen beschäftigen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr rausfindet, was die jeweiligen Tiere mit ihren Zähnen gefangen haben. Gut, es geht weiter mit dem Quiz. Gut gucken. Dann haben wir die Zähne auch nochmal im Großen. Frage 5 von 9. Welche Aufgabe erfüllt Zahn 1? Fische in einem Käfig aus Zähnen einsperren, Plankton filtern oder Krebse knacken? Ihr könnt euch nochmal auf Menti zuschalten und antworten. Wir lassen die Zeit dann eben halt hier komplett ablaufen. Auch jeder die Zeit zu antworten. Das ist der kleinste unserer Zähne. Zu den Zahn 2 und 3 werden wir noch kommen. Dafür da Fische in einem Käfig aus Zähnen einzusperren. Ben wird es nachher noch erklären. Gucken wir mal, wie es geht. Ja. Und die Punkte werden verteilt. Großbuß macht im Moment das Rennen, aber weiter geht's. Noch ist überhaupt nichts geschehen.
Frage 6 von 9. Welche Aufgabe erfüllte Zahn 2? Muscheln knacken, Seegras durchkämmen oder flinke Tiere mit hartem Skelett erbeuten? Das ist ein schön geformter Zahn, der Zahn 2. Sieht spannend aus. Sekunden. Jeder hat, ja toll, gut. Ja, eine richtige Antwort. Flinke Tiere mit hartem Skelett erbeuten. Kommen wir zum letzten Zahn, Zahn 3. Ah, nochmal die Punkte hier. Ah, diesmal das hat GKI das Rennen gemacht. Gut. Also, Zahn 3, welche Aufgabe erfüllte er? Andere Meeresreptilien packen, Rivalen verjagen oder Dinosaurier am Strand erbeuten? Also Rivalen, das sind andere Meeressaurier der gleichen Art. Also die Zeit läuft ab. Drei, zwei, eins und okay. Oh, diesmal war es klar. Alle haben für andere Meeresreptilien packen gestimmt. Und das war auch richtig. Und dann gebe ich das Wort wieder weiter. Einmal gucken hier. Punktestand ist immer spannend. Oh, da liegen jetzt. Aha, gut. Das wird noch spannend zum Schluss. Ich gebe das Wort dann wieder zurück an Ben. Wunderbar, habt ihr ja sehr gut geantwortet auf diese zugegebenermaßen relativ komplizierten Fragen. Ehrlich gesagt, weiß man auch als Forscher nicht immer ganz genau, mit was man es zu tun hat, wenn man so einen Zahn findet. Da gibt es dann oft verschiedene Interpretationen und dann wird auch manchmal gestritten, bis dann irgendwann ein neues Fossil auftaucht, was einem hilft zu sagen, okay, wir haben es tatsächlich mit einem Zahn für Planktonfiltern zu tun oder einem Zahn für das Knacken von harten Schalen zu tun. Und in diesem Fall war das genau so, wie ihr gesagt habt, der erste Zahn, der kleine Zahn, gehört zu einem Plesiosaurier, den ihr jetzt mittlerweile schon kennt, der mit dem langen Hals, dem kleinen Kopf. Und der hat die Zähne tatsächlich dafür benutzt, um einen Käfig zu bilden, wo die Fische nicht mehr rauskamen. Deswegen sind die Zähne ganz fein und gebogen und deswegen findet man auch fast nur Zähne, die keinen Schaden haben, weil sie eben nicht benutzt wurden, um etwas zu greifen. Den zweiten Zahn haben die Fischsaurier benutzt. Und zwar genau der Fischsaurier, der hier in Einzelteilen vor uns liegt. Und dieser Zahn, der ist spitz, um eben etwas zu packen, was schnell und flink und glitschig ist. Das kennt ihr vielleicht beim Angeln, wenn ihr den Fisch in die Hand nehmt, der flutscht einem sofort aus den Fingern. Deswegen brauchten sie einen spitzen Zahn. Weil diese Tiere, die sie erbeutet haben, aber auch ein hartes Skelett hatten, brachen diese Zähne ab und zu ab. Und um welche Tiere handelt es sich da? Nun, es handelt sich um Tintenfische. Ausgestorbene Tintenfische, die ein wenig aussehen wie die Kalamare von heute, mit Tentakeln, allerdings ohne Saugnäpfe, sondern statt Saugnäpfen hatten sie kleine Häkchen. Die werden wir nochmal zu sprechen kommen. Und das harte Teil im Körper war im hinteren Teil. Und das kann man eben als Fossil finden. Kennt ihr vielleicht, das sind die sogenannten Donnerkeile. Das sind relativ häufige Fossilien, vor allen Dingen im Jura. Und
Wegen diesem Donnerkeil, wegen diesem harten Skelettteil brauchten die Fischsaurier, die solche Tiere gejagt haben, eben starke Zähne, die zur Not auch auf so ein hartes Teil beißen können, ohne sofort rauszufallen oder komplett kaputt zu gehen. Man kann, um zurück zu den Werkzeugen zu kommen, man kann so einen Zahn vergleichen mit einem kleinen kurzen Meißel. Spitz, aber eben gemacht, um auch ab und zu mal was Hartes zu vertragen. Der dritte Zahn, der größte, gehört natürlich auch zu einem der größten Meeresreptilien, was wir überhaupt kennen, und zwar zu dem hinter mir, dem Pliosaurier. Das ist der Cousin vom Plesiosaurier, allerdings mit einem kurzen Hals und einem sehr langen Kopf. Das vergleichbare Werkzeug von so einem Zahn ist eine Spitzhacke, weil das benutzt man, um in etwas reinzurammen. Und dieses Tier hat Jagd gemacht auf andere Meeresreptilien, zum Beispiel auf Plesiosaurier. Und wie hat es das gemacht? Nun, da gibt es Funde, zum Beispiel von einzelnen Paddeln von einem Plesiosaurier, die man so gefunden hat, ohne irgendeinen anderen Knochen drumherum. Und nun stellt sich natürlich die Frage, warum findet man einzelne Paddel ohne den Rest des Skeletts? Nun, die Antwort, die wahrscheinlichste Antwort ist, Tiere wie der große Pliosaurier haben den Plesiosauriern diese Paddel abgebissen, damit sie nicht mehr schwimmen können, damit sie manövrierunfähig sind und haben dann den Rest vom Tier gefressen. Grausam, aber so ist es bei den Raubtieren. Kommen wir zurück zu den Beutetieren von einigen der Meeresreptilien. Man findet tatsächlich immer mal wieder komplette Skelette von Fischsauriern, wo jede Menge von den kleinen Haken, von den Belemniten, von den Tintenfischen drin sind, aber keine harten Teile. Diese Teile findet man nicht im Magen von diesen Tieren. Warum bloß? Nun, wahrscheinlich haben die Fischsaurier einen Weg gefunden, das Tier in der Mitte zu packen und es auseinanderzureißen, sodass der harte Teil absinkt und sie den Rest, wo keine harten Teile drin sind, fressen können. Natürlich ist es angenehmer, wenn man nur Sachen frisst, die man auch verdauen kann. So ein hartes Skelett ist schwer verdaulich. Schauen wir uns mal dieses Skelett von dem Tintenfisch etwas genauer an, damit wir besser verstehen, wie so ein Tier gelebt hat und was es bedeutet im Zusammenhang mit den Meeresreptilien. Ich habe jetzt hier ein Tintenfischfossil mitgebracht, was aufgeschnitten ist, und wir werden uns das jetzt mal kurz anschauen unter dem Mikroskop. Das ist, wie gesagt, so ein Donnerkeil, ein Tintenfischskelett, was mit einer Säge der Länge nach aufgeschnitten wurde. Und was erkennt man? Streifen. Streifen, die von innen nach außen gehen. Zufall? Ganz bestimmt nicht. Aber was bedeutet das? Und jetzt seid ihr wieder gefragt. Jetzt kommen wir zu unserer vorletzten Frage, wo es darum geht, dass ihr euch überlegt, was bedeuten diese Streifen im Inneren von dem Tintenfischskelett? Gut. Hier nochmal der Stand vom letzten Mal. Dann die angekündigte Frage. Was bedeuten die Streifen im Innern des Belemnitenrostrums? Sind es Jahresringe, so wie bei Bäumen, oder sind es wahrscheinlich tägliche Zuwachsstreifen, oder sind es Tarnmuster, um nicht von Fischsauriern gesehen zu werden? Also für mich war es die schwierigste Frage. Okay, jeder hat, ja, und zwar
eine richtige Antwort. Ben wird es erklären. Es sind nämlich die täglichen Zuwachsstreifen. Genau. Was war die andere Antwort, der andere Vorschlag, der gegeben wurde? Jahresstreifen, ganz genau. Das kennt ihr nämlich von den Bäumen. Wenn man einen Baum aufschneidet, dann sieht man tatsächlich die Ringe. Und bei einem Baum sind das Ringe, die innerhalb von einem Jahr abgelagert wurden. Also ein kleiner, also ein schmaler und ein breiter Ring bedeutet ein Jahr. Bei den Tintenfischen ist es tatsächlich anders. Tintenfische von heute sind sehr intelligent, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Sie haben aber ein Problem, sie leben nicht lange. Ein normaler Tintenfisch lebt in der Regel 1 bis 1,5 Jahre. Und genau so war es wahrscheinlich bei unseren ausgestorbenen Belemniten. Und deswegen geht man davon aus, dass diese Ringe, diese Streifen, tatsächlich täglich gebildete Lagen von Kalk sind, die in einem Rhythmus von Tagen abgelagert wurde. Wenn man jetzt da noch näher rangeht, dann sieht man, dass diese Ringe noch sehr viel feiner sind und dann könnte man sie theoretisch zählen und dann hätte man das Alter von diesem Tier. Und oft kommt man da auf eine Zahl von 300 bis 400 Ringen und das entspricht etwa einem Jahr. Das heißt, man kann sagen, dass diese Tintenfische tatsächlich nur sehr kurz lebten. Dadurch, dass man so viele Fossilien davon findet, weiß man, sie waren sehr häufig. Und somit haben wir das perfekte Beutetier für hungrige Meeresreptilien, nämlich Tiere, die es in Hülle und Fülle gab und die sich ganz schnell regeneriert haben. Das heißt, eine Nahrungsquelle, die ganze Zeit in großer Menge zur Verfügung stand. Wie hängen diese Nahrungsnetze überhaupt zusammen? Wir haben Tintenfische. Was fressen Tintenfische heute in den Meeren? Das wisst ihr vielleicht. Tintenfische sind keine Vegetarier, die fressen in der Regel andere kleine Tiere. Manchmal Krebse, wenn sie in der Gegend vom Boden rumstochern, meistens aber Fische. Was fressen diese Fische? Was fressen die Krebse, die von denen hier gefressen werden? Die fressen vielleicht andere Fische, vielleicht auch Pflanzen. Und dann kommen wir zurück zu den Tintenfischen. Die werden dann von den Fischsauriern gefressen, wie wir gerade gelernt haben. Und wer frisst den Fischsaurier? Naja, ganz einfach. Der, der solche Zähne hat. Der große, gigantische Pliosaurier hat Jagd auf andere Meeresreptilien gemacht. Das heißt, wir haben eine ganze Abfolge, die man Nahrungskette nennt, angefangen bei der kleinen Alge, über den Fisch, den Tintenfisch, den Fischsaurier, bis hin zu dem allergrößten Meeresräuber, den man kennt. Pliosaurier gehören tatsächlich zu den größten Raubtieren, die jemals im Meer gelebt haben. Der hier, den wir tatsächlich am Museum als Unterkieferfossil haben, den es auch nur einmal auf der Welt bisher gibt, gefunden in unserer Großregion, im französischen Grenzgebiet, der war wahrscheinlich 8 bis 9 Meter lang. Es gab andere, die nah verwandt waren mit dem, die waren sogar bis zu 15 Meter lang. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist so groß wie euer Schulbus als Raubtier. Haben wir heute auch noch so große Raubtiere in den Meeren? Vielleicht nicht ganz so groß, aber fast. Wir haben große Haie, wir haben den weißen Hai, wir haben große Wale mit spitzen Zähnen, die natürlich auch Jagd machen auf andere Tiere. Der Pottwal frisst den Riesenkalamar. Oder die Orcas, die Killerwale, die fressen Meeressäugetiere teilweise und auch Fische. Es war aber nicht immer so im Laufe der Erdgeschichte, dass es große Meeresräuber gab. Das gab es nur zu bestimmten Zeiten der Erdgeschichte. Es gab Zeiten, da waren alle Tiere im Wasser klein, auch die Raubtiere. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage und die ist ganz wichtig für das, was im Moment um uns herum passiert und hilft euch vielleicht auch zu verstehen, warum die Welt im Moment so aussieht, wie sie aussieht. Und die Frage, die wird Patrick euch jetzt vorlesen, die lautet... Einen Moment. Kommen wir mal ganz kurz noch auf die Tabelle zurück, ehe wir dann zur letzten Frage kommen. Was zeigen riesige Meeresräuber überhaupt an? Dass die Meere zu dieser Zeit groß genug sind und waren für derart riesige Tiere, dass das Klima warm war, denn große Tiere mögen es einfach warm
oder dass das Ökosystem gesund war, intakt war. Schnell noch einmal auf Menti, Code eingeben. Erfreulicherweise vier richtige Antwort unter fünf. Ben wird sagen, dass das Ökosystem gesund war und Ben wird ihm halt erklären, warum das der Fall ist. Ganz genau. Erstmal Glückwunsch an die, die richtig geantwortet haben und einmal kurz zur Erklärung. Die Größe der Meere spielt natürlich schon eine Rolle, aber nicht, wenn es um die Größe der Tiere geht, weil die Meere sind so viel größer als die Tiere, die darin vorkommen. Das stimmt vielleicht bei einem Aquarium, dass die Fische klein bleiben, wenn das Aquarium klein ist, aber die Meere sind einfach viel zu groß. Das heißt, das spielt keine Rolle. Temperatur spielt eine Rolle, ja, aber es gibt Tiere, die brauchen Wärme. Die kommen dann auch nur dann vor, wenn es warm ist. Es gibt aber Tiere, die kommen auch klar, wenn das Wasser kalt ist. Und wenn ihr euch die Wale von heute anschaut, viele von den Walen von heute, die leben tatsächlich am liebsten da, wo es kalt ist. Der weiße Hai übrigens mag auch am liebsten kühles Wasser. Das heißt, die Temperatur spielt keine Rolle in diesem Fall. Aber wenn wir Tiere haben, die ganz an der Spitze von einer sehr langen, komplexen Nahrungskette sind, von einem Netz von Interaktionen zwischen Tieren, wo einer von dem anderen abhängt. Und an dieser Spitze steht dann ein Räuber, der die Größe von einem Schulbus hat. Dann weiß man, alles, was da drunter ist, funktioniert. Dieses Tier hat genug Nahrung und somit kann man sagen, das Ökosystem ist gesund. Was heißt es denn jetzt für unsere Ökosysteme heute? Nun, wenn diese ganzen großen Raubtiere verschwinden, dann sollte uns das in Alarmbereitschaft versetzen. Es sollte uns zu denken geben, dass das Ökosystem vielleicht aus dem Gleichgewicht gerät. Das heißt aber auch andersrum, wenn wir diese großen Raubtiere entfernen, dadurch, dass wir sie jagen, dadurch, dass wir ihnen das Leben schwer machen, wenn die dann verschwinden, dann hat das auch Auswirkungen auf die ganze Kaskade, auf die ganzen Zusammenhänge unterhalb von diesen Top-Räubern. Und deswegen sollten wir diese ganz großen Raubtiere nehmen und in der Vergangenheit schauen, was haben sie gebraucht, um zu überleben, was hat dazu geführt, dass das Ökosystem gesund war und daraus lernen, um die heutigen Ökosysteme besser zu schützen, um zu wissen, okay, das müssen wir machen, damit die Ökosysteme auch weiterhin gesund bleiben und damit wir auch weiterhin die volle Vielfalt der Tiere auf diesem Planeten haben. Und somit seht ihr, Paläontologie ist nicht nur spannend, was ich euch heute hoffentlich zeigen konnte, sondern auch manchmal hilfreich. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Teilnahme. Wenn ihr noch Fragen habt, ich stehe euch gerne zur Verfügung. Stellt eure Fragen sehr, sehr gerne. Ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Ja, dann so eine Georgie der Ränge, merci für das Mitmachen. Bleibt noch ein ganz kurz drauf. Schwarz nur Plätzebrüch, die können doch das Mikro nur machen, wenn ihr wollt. Ich wollte doch noch ein paar hi, unsere Technik-Equipe. Merci so ein Easycast, die das heute mit viel Geduld über die Bühne bräuchte und war für uns ein Premier, ich meine, für Sie ein Premier, tut manchmal flott geklappt, sind wir ganz froh. Wir sind froh, dass wir nach Klassen hier aus Lützeburg hatten, die mitgemacht haben. Wir schicken noch, ich freue mich auch noch bei Ihrer Joffa und Ihrem Schulmeister, freue mich noch runter, da schicken wir Ihr Joch nach einer Schule für Jüderin Nielsen von Ihrem kleinen Preis. Für die Geduld und die Zeit, die der Hai verbrüht hat, dass ihr nicht nur durch, dass ihr so viele Punkte und einen Quiz hat, das sollte wirklich nicht sein, durch jede Reihe von euch einen kleinen Preis verdenkt, dass der Hai eben einen ganzen Stunden mit uns verbrüht hat. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat, dass ihr immer eine Stunde noch hier an den Gemüse zu verbringen, einfach so für den Mikro sitzen, als vielleicht auch nicht immer so, das gilt für mich. Müse ist viel mehr spannend, wenn ihr tatsächlich selber direkt an die Müse kann kommen und sich die Sachen da mal ein könnt gucken
kommen. Ich meine, Jutlo, immens viel gesehen, ganz spannend, flott Sachen. Du hast der Flott von einem älteren kann einer kommen und dann über Kasun, heute dort habe ich tatsächlich gesehen und da dort also den Zahn von einem Pliosaurier, da hast den Zahn von einem Plesiosaurier, da hast den Fischsaurier. Das wirst du lange nicht wieder reden. Und voilà, also wir hoffen, dass es dir gefallen hat und vielleicht dann bis zum nächsten Mal hier am Naturmuseum. Adieu!